Habedere, herzlich willkommen bei den Ländle TV Wochenhighlights. Wie gewohnt fassen wir an dieser Stelle nochmals die besten Geschichten der vergangenen Woche für Sie zusammen. Seit Jänner 2018 gibt es eine Alternative zur Klebevignette, die digitale Vignette. Doch wie funktioniert die Vignettenkontrolle bei einem dualen Vignettensystem? Wir haben die ASFINAG begleitet. Seit ein paar Tagen ist es Pflicht. Wer die österreichische Autobahn nutzen will, braucht die neue Vignette. Ob die klassische, in diesem Jahr pink gehaltene Klebevignette oder die digitale Version. Seit 1. Februar sollte jedes Fahrzeug auf unserer Autobahn mit der Vignette 2018 ausgestattet sein. Mitarbeiter der ASFINAG prüfen dies laufend. Die Kennzeichenkamera platziert, das menschliche Auge auf die Windschutzscheibe gerichtet. Das duale Vignettensystem fordert den Mitarbeitern so einiges ab. Doch wie funktionieren solche Kontrollen? Und halten sich die Fahrzeugnutzer an ihre Pflichten? Sehr gut, muss ich sagen. Also der Vignettenausrüstungsgrad ist immer konstant gleich hoch. Es sind um die 99%, die eine gültige Vignette haben. Wie genau sieht da bei euch denn die Kontrolle aus? Ist das erschwerend? Wir müssen euch doppelt kontrollieren. Die Klebevignette auf den herkömmlichen Weg, dass wir es einfach anschauen bei der Kontrolle. Und die digitale Vignette, da haben wir eine mobile Vignettenkamera, die das Kennzeichen ausliest und der Mitarbeiter dann signalisiert, digitale Vignette vorhanden, ja oder nein. Dadurch, dass die Mautaufsicht ja für Lkw und Vignettenkontrollen zuständig ist, wird das ganze Jahr immer wieder kontrolliert. Bei einer Kontrolle in Wolfurt konnten wir uns selbst ein Bild machen. Klebevignetten sind immer noch weit verbreitet. Die digitale Vignette wurde aber gut angenommen. Ja, das sind über 1,2 Millionen Stück, die bisher verkauft wurden. Das ist jede vierte Vignette, die inzwischen digital verkauft wird. Also ich glaube schon, dass einfach digital im Vormarsch ist und das von Jahr zu Jahr immer mehr werden würden, die digital kaufen. Ob nun aber die klassische oder moderne Version. Auf die Autobahnvignette sollte nicht vergessen werden. Wird man nämlich von der ASFINAG aufgehalten, ist dies mit Kosten ab 120 Euro und steigend verbunden. Sanfte und harmonische Klänge, die einen in die Mittagspause begleiten. Beim Konzert am Mittag im Montforthaus ist genau dafür gesorgt. Einmal im Monat geben Studierende des Landeskonservatoriums ihre Stücke hier zum Besten. Aber hören Sie selbst hin. Konzert am Mittag. Das gemeinsame Format vom Vorarlberger Landeskonservatorium und Montforthaus Feldkirch spielt jeden ersten Dienstag im Monat ein Konzert mit Studierenden. Im lichtdurchfluteten Atrium des Feldkircher Konzerthauses gab die Cello-Klasse von Matthias Johansen einige ihrer Stücke zum Besten. Ich denke, wir haben vor 2 Wochen angefangen und kontinuierlich jetzt hierauf zugearbeitet. Und auch wenn der Rahmen ein etwas legererer ist als ein Abendkonzert, ist es doch immer eine Herausforderung, neue Stücke zu spielen und die gut vorzuspielen. Also ich habe die Stücke so ausgewählt, dass es sehr abwechslungsreich ist, dass es tragische Stücke gibt, lustige, virtuose und emotionale Sachen dabei. Das spielt sicher, die Location spielt da sicher auch eine Rolle. Und hier im Foyer ist es sehr schön, sehr hell und sehr offen. Die Musik habe ich jetzt nicht exakt darauf abgestimmt, aber wir haben sicher unsere Spielweise darauf abgestimmt, damit das hier gut klingt, weil es hier natürlich sehr hallig ist. Mit klassischen Klängen zur Mittagszeit lockt die Veranstaltungsreihe so manch Besucher zum Zuhören und Innehalten. Jung und alt zeigen sich begeistert über die dargebotene Musik auf höchstem Niveau. Also das Konzept dahinter ist was im Montfort ist einfach wichtig, dass wir ein niederschwelliges Format machen, dass Leute aber immer wieder eingeladen werden ins Montfort zum Chor. Und dann haben wir aber das Konzert am Mittag gemacht in Kooperation mit dem Vorarlberger Landeskonservatorium. Und ich glaube, dass es so gut ankommt, es ist einfach kurzweilig. Es gibt natürlich keinen Eintritt, man kann es mit einem Mittagessen verbinden. Und wir haben auch eben beim Publikum sehr mehr Boden. Das sind verschiedene Leute, das sind manchmal natürlich Senioren, aber auch viele Leute, die einfach ihre Mittagspause bei uns verbringen. Und ja, ich glaube, die Tageszeit macht Zerklelius. Am ersten Dienstag des März gibt es Musik aus der Romantik von der Klavierklasse Benjamin Engeli in einem weiteren Konzert am Mittag. Am lumpigen Donnerstag ist ein Brauch ganz hoch im Kurs: das Bratenstehlen. Und auch die Harder Wellerrutscher haben sich auf Beutezug durch die Harder Gemeinde gemacht. Und das Ergebnis am Rathausplatz kann sich durchaus sehen lassen. Es ist lumpiger Donnerstag und die Narrenhochzeit beginnt. Vor dem Rathaus in Hart ist es noch ungewöhnlich ruhig.
Nur eine kleine Menschenmenge, die wartet. Auf die Hader Velaruscher, um genauer zu sein. Denn die sind auf Beutezug, immer auf der Suche nach dem saftigsten Braten im Dorf. 12 Stops sind auf der Route eingeplant, einer davon im Bädle in Hart. Begleitet von den Lutheracher Schollerstercher nimmt der Narrenzug binnen wenigen Sekunden das gesamte Gasthaus ein. Während die Musik die Gäste an den Tischen unterhält, stürmen die Velaruscher die Küche. Nur eines vor Augen, den saftigen Braten. Die Chefköche wehren sich nur mäßig und schon ist das gute Stück zum Abtransport bereit. Ja, wir sind schon seit 10 Uhr auf Beutetour und touren durch alle Hader Gasthäuser, Spaß, Metzgereien, Privathaushalte. Alle sind voll dabei, haben einen Spaß und wir natürlich auch. Also wir waren schon in der Kette, wir waren im Spa, wir waren in der Sauna, wir gehen jetzt gleich in Sterner. Also jedes Gasthaus, das in Hart gibt, hat ab 12:30 keinen Braten mehr, weil dann haben wir geklaut. Sind erstmal alle Braten eingesammelt, wird die Beute stolz an den Marktplatz gebracht. Denn vor Ort warten schon viele hungrige Bäuche, die sich den traditionell gestohlenen Braten schmecken lassen. Beim großen Auftakt der Freeride World Tour in Kanada hatte ein Vorarlberger allen Grund zum Jubeln. Thomas Feuerstein konnte beim Snowboard-Bewerb den 2. Platz erringen. Frischer Neuschnee und waghalsige Steilhänge. Der Auftakt der Freeride World Tour in Kicking Horse, Kanada, hat es ganz schön in sich. Am sogenannten Ozonhang auf über 2400 Höhenmetern war der Schauplatz für ein spannendes Rennen geboten. Bereits das Auftaktrennen der Snowboarder brachte einen jungen Vorarlberger zum Jubeln. Thomas Feuerstein konnte den 2. Platz mit 78 Punkten für sich behaupten. Mehr Punkte konnte nur der Amerikaner Davy Bird erreichen. Ja, ich bin auf jeden Fall erleichtert, jetzt beim ersten Stopp gleich den 2. Platz zu haben, wie letztes Jahr eigentlich. Also bin echt zufrieden. Line war ja, recht gemütlich. Ich musste ein bisschen vorsichtiger fahren, weil doch die ein oder andere Absprung war nicht so sicher, ob jetzt genug Schnee drauf ist oder nicht. Aber wie gesagt, es hat Spaß gemacht. 2. Platz, bin ich auf jeden Fall zufrieden. Soweit die Ländle TV Wochenhighlights. Ich darf mich an dieser Stelle von Ihnen verabschieden. Wir bedanken uns, dass Sie eingeschaltet haben. Freuen uns, wenn Sie auch nächstes Mal wieder dabei sind. Bis dahin, ein schönes Wochenende und alles Liebe. Herzlich willkommen beim Ländle TV Wetter. Der Sonntag startet in den meisten Landesteilen schon mit kompakter Bewölkung. Lediglich in den Morgen- und Vormittagsstunden kann es noch zu ein paar Auflockerungen kommen. In der Früh ist es verbreitet frostig bei Tiefstwerten zwischen minus 1 und minus 6 Grad. Tagsüber trübt es sich dann in allen Landesteilen ein und am Nachmittag ist dann vor allem in den nördlichen Regionen mit zeitweiligen Schneefällen zu rechnen, die später im Rheintal auch in Schneeregen übergehen werden, denn es wird eine Spur milder. Die Temperaturen steigen auf rund minus 1 bis plus 3 Grad und die Schneefallgrenze pendelt dann zwischen 700 und 800 Metern. Auf dem großen Pitzbuin in rund 3312 Höhenmetern hat es am Nachmittag um die minus 13 Grad. Am Rosenmontag geht es dann wechselhaft und wieder kälter weiter. Vom Nordwesten her ziehen immer wieder zum Teil kräftige Schneeschauer übers Land hinweg und am Vormittag können auch Graupelschauer dabei sein. Am Nachmittag werden maximal 1 Grad erreicht. Am Faschingsdienstag ist es dann überwiegend trocken. Im Tagesverlauf setzt sich vermehrt die Sonne durch und nach frostigem Beginn mit rund minus 5 Grad im Rheintal werden am Nachmittag maximal 1 Grad plus erreicht. Das war's vom Kachelmann-Wetter für Ländle TV. Mehr bei kachelmannwetter.com. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.